Der gemeine Langbeinkäfer. Das heißt, ich hoffe, es ist der. Es gibt ganz, ganz ähnliche Arten. Verschiedene. Ja, ja, sie sehen fast gleich aus. Und sie sind schwierig zu unterscheiden, weil die Größe ist auch fast identisch. Ja. Die sind so um die, wie lang? 3,5 bis 7 mm können sie werden. Ja, und deshalb sollte man uns jetzt eigentlich sehen. Wir sind sehr stolz auf die Bilder, die wir hier gemacht haben. Machen ja. durften, ja. Und was man gut sieht, er ist wirklich ein Blattkäfer. Ein Blütenkäfer. Er sollte eigentlich Blütenfresser heißen. Ja, nein, ich denke, er frisst schon Blätter, aber hier ist er kurz vor dem, ist die Dame kurz vor dem Eierlegen. Wahrscheinlich, ja. Ja, und die Blütenblätter enthalten irgendeinen Saft, den sie benutzen. Durch die Verdauung hindurch wird das irgendwie aufbereitet und das dient dann als Klebstoff für die Eier. Genau, ja. Sie legt, also wir haben da mal an einem sehr heißen Sommertag zugeschaut, etwa eine Stunde lang haben wir da uns Jeep gefüllt und der Fotoapparat wurde ganz heiß. Aber sie schafft in einer Stunde etwa so 4 Eierpakete. In etwa, ja. 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 Was wir hier auch sehr schön sehen, die Effizienz, die sie hat. Sie macht das Blütenblatt, legt sie zusammen und frisst es fast wie ein Sandwich. Genau. Also, sie bekommt die doppelte Menge. Und deshalb kann sie dann innerhalb einer Stunde so viele Eier aneinander kleben. Ja, sie fressen schon recht an diesen Blüten. Ja. Wenn sie den ganzen Tag fressen, ist die Blüte weg. Ja gut, in dieser Stunde hat sie die Blüte nicht verschlungen. Nein, also. nein. Ja, und sie, es gibt nicht so viele, wir haben diesen nur ein- oder zweimal angetroffen. Ja, vielleicht zweimal. Ja. Aber wirklich tolle Aufnahmen. Der war vielleicht 7 mm oder so. Und hier haben wir eigentlich den Kopf. Riesig. Ja, ja. Wir sehen auch, sie ist am, das wäre eigentlich die Blüte dort mit Nektar und ja. Aber das nimmt sie nicht. Sie braucht also nur den Saft aus diesen Blütenblättern. Man sieht auch den Tropfen, da rechts am Mundwerkzeug. Da sieht man es gut, den Tropfen. Ja. Also das gibt dann den Leim, den Klebstoff für die Eier. Wir haben das schon einmal dokumentiert, wie sie einen Eiballen machen. Ja, das war eine ähnliche Art. Ja. Ja. Ein anderer Käfer, aber von der gleichen Art. Ja. Ja, und damit die Eier auch befruchtet sind, sieht man hier, es ist ein Muss, also der Herr oben drauf, der sieht irgendwie etwas frustriert aus, oder? Er nimmt das einfach hin jetzt. Ja, er muss das halt. Es gibt da nichts anderes, oder? Ich denke, hier sitzen sie auf einer Kleeblüte, oder? Sieht das fast so aus. Sieht fast so aus, ja. Und man sieht auch, in dieser Blüte hat es wieder viele Larven. Ja. Von anderen Insekten. Und jetzt hängt er so an ihr. Oh, er ist runtergefallen. Oh je. Ei. Schwierige Position. Aha.
Er hat den Aufstieg wieder geschafft. Also sie muss schon sehr kräftig sein, wenn sie ihn so Ja. herumträgt, und auch hängend und alles. Und noch frisst dazu. Ja, und er, frustriert irgendwie. Man sieht auch schön die Fühler, he? Ja, sind speziell. Sind speziell, ja. So, das war's. Er ist abgestiegen. Und nun läuft er ihr über den Kopf. Das haben wir bei einem kleinen Rüsselkäfer auch schon beobachtet. Ja, He? ja. Es Das ist vielleicht ein Zeichen für. muss funktioniert haben. Ja, es ist fertig. Ja, auch gelangweilt, oder? Er hat Kaugummi. Ja. Es ist ein Wiederkäuer offenbar, oder? Ja. Die Walliser Schwarzhalsziege. Eine Rasse, die beinahe ausgestorben ist. Ja. Und durch private Initiativen und ich denke durch Spezia rara, Das weiß ich nicht, diese wurde sie Rasse. erhalten und ja. Aber es ist eine der ältesten Hausziegenrassen der Welt. Aber sie ist wirklich sehr regional, weil sie lebt eigentlich nur im Oberwallis. In der Schweiz, Ja. außer noch in Zuchtbetrieben, nehme ich an. Das kann sein, ja. Sie wird auch Gletscherziege genannt. Ja, oder Gletschergeiß. Gletschergeiß. Weil sie ist anscheinend sehr robust und wirklich anspruchslos. Genügsam. Das ist eine Dame. Eine Dame kann pro Jahr so um die 600 Kilogramm Milch liefern. Ah ja. Ja, und das gibt dann den Ziegenkäse. Ja, der ist fein. Und man sagt, es sind Tiere, man nennt sie Zweinutztiere, weil einerseits eben kann man die Milch nutzen und andererseits auch das Fleisch. Ja, beides, ja. Ja. Ah, sie nimmt da, sie nimmt nicht das ganze Gras, sie nimmt nur die speziellen Kräuter. Ja. Die Dame, die kann übrigens so bis 50 Kilogramm schwer werden. Ja, die sind Und noch groß. ein Bock kann so bis 70 Kilogramm schwer sein. Die Hornlänge vom Bock kann bis 80 Zentimeter betragen. Okay. Ja, und hier eine etwas traurige Angelegenheit. Ja. Das ist eine Blattwespe. Ja, es gibt leider keinen deutschen Namen von ihr. Sie waren kurz vor der Paarung, also ich denke, sie hatte ihre Duftstoffe verströmt. Ihre Das Pheromone, kann sagt sein, man. Ja. ja. Und dann wurde sie von einer Spinne erwischt und gebissen und jetzt ist sie hier tot, Oder betäubt das? betäubt oder tot. Ja. Und die Drohne des Männchen kann das nicht verstehen. Es riecht offenbar noch den Duft für die Paarung, dass sie paarungsbereit wäre. Aber das Männchen kann den Unterschied zwischen Leben und Tod nicht erkennen. Ja, sieht ganz danach aus, ja. Ja, also sie haben kein Bewusstsein. Ich lebe, Ja. sie tot. Ja. Dieses Bewusstsein haben sie nicht. Und er hat das irgendwie gar überhaupt nicht kapiert. Er hat immer wieder versucht. Ja, immer und immer wieder hat er versucht, sie dazu zu motivieren.
Ja, das ist natürlich sein genetischer Drang, oder? Ja, ja. Er muss sich weiter pflanzen, fortpflanzen. Und das wäre doch das Gegenstück, aber eben. Nichts zu wollen. Sie ist tot. Und was noch speziell ist bei diesen, das sieht man eigentlich selten bei den Blattwespen, Männchen und Weibchen sind doch ziemlich unterschiedlich von den Farben. Ja, auch von der Größe ein ja, bisschen. Ja. Ja, also er hat sicher 20 Minuten lang. Ja, das da, hat lange hat er gedauert, da versucht ja. Und ja. Tja, verlassen wir dieses traurige Kapitel. Bis später. Bis dann.